Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Lore-Video und zwar zum kommenden Patch 7.3, denn natürlich haben viele Leute wieder gedatamined und das Ganze schon sofort durchgesucht und sobald es da war. Und bevor wir mit meinem normalen PTR-Let's Play also auf diesem Stand sind, dachte ich, ich mache schon mal trotzdem ein Zusammenfassungsvideo, was denn passieren soll und wird das, was bis jetzt bekannt ist. Nichtsdestotrotz natürlich ist das PTR, das heißt, da können sich auch noch Feinheiten ändern. Grundsätzlich ist die Story allerdings da und Überraschung, sie ist krass. Ja, untergliedert. Ich packe euch auch die schriftliche Zusammenfassung von Venyen unten in die Videobeschreibung, wer es nochmal selber lesen will. Und tatsächlich ist es eben so, dass, wie wir richtig vermutet hatten, natürlich Argus auch eine Weltenseele ist, deren Stimme auch von Magni, unserem Propheten, der mit Azeroth auch so ein bisschen Kontakt aufnehmen konnte oder seine, ihre Stimme war. Und der hört eben auch die Stimme von Argus. Und kommt so ein bisschen auf den Plan, dass eben Sargeras tatsächlich doch auf den Plan tritt und mit der Hilfe von Argus, seinem neuen Waffenbruder quasi, versuchen wir ein neues dunkles Pantheon zu erschaffen. Ja, das Pantheon, das war dieser Zusammenschluss der Titanen unter Amantul mit eben allen von Aghramar bis Eonar. Sargeras war der Champion davon, bevor das alles so ein bisschen auseinandergebrochen ist. Mehr dazu in anderen Lore-Videos. Und so versucht Sargeras quasi so ein bisschen seine Macht wieder zu binden und auch mit einem neuen Rat quasi dann besser ausweiten zu können, denn letztendlich seine Dienerschaften haben ja an allen Ecken und Kanten versagt. Das heißt, er braucht ähnlich starke Verbündete, mit denen er dann auf seiner zerstörerischen Basis zusammenarbeiten kann. Tatsächlich ist es so, und das haben wir in meinem Raid-Übersichtsvideo in derselbigen Playlist hier natürlich schon mitbekommen, dass wir ja in den Bosskämpfen gegen die Titanen, und zwar so ziemlich alle, kämpfen müssen. Es ist allerdings klar, dass Eonar, also die nette Lebensbinderin, quasi, also die Mutti mit den Pflanzen, ja, dass die Gute tatsächlich noch ein bisschen gereinigt wirkt. Das heißt, sie ist noch nicht verdorben, die ist relativ frei, die lebt da in ihrem Konservatorium vor sich hin und soll natürlich nicht lange so weiterleben, wenn es nach Sargeras geht. Und dementsprechend beschützen wir die in diesem Kampf, weswegen sie uns im Folgenden hilft, natürlich während wir dann versuchen, die anderen Seelen der Titanen zu befreien und auch zu reinigen und dass uns letztendlich auch alles gelingt, sodass wir dann mit den gereinigten und befreiten Titanen, wie genau wir das schaffen, mit diesen Mächten konkurrieren können, das weiß ich auch nicht, reisen wir dann Richtung Sitz des Pantheons, ja, irgendwo, sonst wo, wo die Guten immer auf sämtlichen Bildern, die es von denen gibt, eben so Zeus-mäßig posieren und, ja, bekämpfen dort dann tatsächlich letztendlich anscheinend Sargeras. Ja, der versucht eben mit der Weltenseele Argus so ein bisschen die zu korrumpieren und die Titanen zu korrumpieren und alles zu vernichten und uns zu vernichten und wie es eben so bis jetzt immer war mit seinen Plänen. Tatsächlich ist es so, Überraschung, dass es uns gelingt, das alles zu verhindern und anscheinend hat Sargeras eben einen großen Auftritt in diesem Kampf um Argus, nenne ich es mal. Also wir kämpfen anscheinend nicht gegen Argus, der sah ja auch in den Modellen jetzt nicht unbedingt korrumpiert aus, sondern wir kämpfen letztendlich wirklich auf Argus gegen Sargeras. 7.3 scheint doch das Sargeras-Finale zu sein, denn Achtung, was passiert? Wir entschließen uns letztendlich Sargeras dort einzusperren für immer und jetzt kommt's, wir brauchen einen Wächter für dieses Gefängnis. Und dieser Wächter, der sich mit einschließen lässt, weil er so viel Leid bereits verursacht und gefühlt hat, dass er es als Ende seiner Aufgabe sieht, diesen brennenden Kreuzzug ein für alle Mal zu beenden, ist Illidan. Wir opfern tatsächlich am Ende des 7.3 Raids anscheinend Illidan, um ihn mit Sargeras für immer einzusperren, so wie Sargeras damals quasi die Anfänge der brennenden Legion, diese Dämonenscharen, hat eingesperrt, weil er gemerkt hat, dass sie sich immer wieder regenerieren, dass sie unaufhörlich weiterkommen, deswegen hat er ja so eine Taschendimension erschaffen und die da eingesperrt, bis er völlig wahnsinnig geworden ist, das Ding zerschlagen hat und gesagt hat, hey, Freunde, ihr macht mit mir jetzt die brennende Legion, ihr gehorcht mir, dann töte ich euch nicht mehr, ich lasse euch immer wieder regenerieren, ihr kämpft unter mir, ab geht's, ne? Ob das dann irgendwann mit Sargeras und Illidan passiert, ist eine andere Frage. Fakt ist, das ist anscheinend das Ende von Legion. Ja, angefangen mit Illidan, aufgehört mit Illidan, aufgehört mit Sargeras. Sehr unerwartet für mich. Ich musste schwer schlucken, als diese Infos mich erreicht haben. Holy shit, also wenn das nicht absolut mega episch inszeniert wird, weiß ich auch nicht. Meinung behalte ich mir mal an dieser Stelle vor. Habe ich auch schon so oft genug geäußert, das machen wir dann nochmal an anderen Stellen, das soll jetzt erstmal nur ein Lore-Info-Video dazu werden. Und so, ja, haben die Titanen eben nicht aufgegeben und tatsächlich ist der letzte Satz in sämtlichen Zusammenfassungen, der brennende Kreuzzug ist vorbei. Ja, die Burning Legion
ist anscheinend zusammen mit der Armee des Lichts, den Titanen und uns besiegt worden, indem wir eben Sargeras in ein Gefängnis gesperrt haben mit Illidan als Wächter. Natürlich auch ein bisschen ironisch wieder, ne? Illidan-Majev-Beziehung und so weiter und so fort. Nebenbei, und das haben wir auch gesehen im Dungeon, mit der Lehre kriegen wir wohl mit, dass Aleria sehr lehrenaffin ist, ja, also die nette Elfendame von und mit Tyralion. Und die nimmt anscheinend in diesem Dungeon, auch im Kampf gegen die Nahu am Ende, diese Lehre auf und kann damit umgehen und damit arbeiten. Ja, sie wird nicht zum Feind, obwohl es laut irgendwelchen Stimmen innerhalb der Allianz einen Verräter geben kann. Jaina, keine Ahnung, wer das sein könnte. Und das ist also noch ein bisschen offen, da gibt es noch nicht so viel, da müssen wir warten, bis das Ding raus ist. Aber Aleria ist anscheinend einfach lehrenaffin, ist vielleicht so ein bisschen das Gegenstück zu Tyralion, kann aber damit so Schattenpriestermäßig umgehen. Ne? Das ist ja jetzt nichts, wo man jetzt sagen muss, boah, was, sie kann damit umgehen, das machen Priester seit was weiß ich nicht wie lang. Ne? Und dementsprechend erklärt das auch dieses Lehren-Aleria-Modell. Und das ist dann der Handelsschrank, der sicherlich das nächste Addon einleiten soll. Und das geht dann mit der Lehre. Also, Freunde, riesengroße Schritte. Ganz, ganz viele Infos. Lest euch auf jeden Fall nochmal in Ruhe die schriftliche Zusammenfassung durch. Holy shit, Diggers. Dat Lore-Explosion. Also ich muss das jetzt erstmal als Lore-Nerd natürlich absolut verarbeiten, weil hier jetzt in 7.3 unfassbar riesige Schritte gemacht werden und Sachen beendet werden anscheinend endgültig, die ich erst in was weiß ich nicht wie viele Patches und Addons beendet gesehen habe oder auch initiiert gesehen habe. Mega krass. Eure Meinung dazu, eure Fragen, eure Diskussionspunkte natürlich gerne in die Kommentare. Rest ist in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist nun mal meine erste Info zu dem, was in 7.3 passiert. So Richtung Finale. Und das ist sehr, sehr krass. Ansonsten natürlich Playlists auf meinem Kanal, Analysen und Lore für mehr Hintergrundinfos zu dem Kram und die PTR-Playlist zu 7.3 für mehr in die Tiefe gehen und längere Laberei zu dem Thema. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Zuhören und alles. Ich bedanke mich für alles, Digga. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Tschau.